Corona hat den Kleidungsstil der Menschen verändert. Auch abseits von der infektologisch notwendigen, aber modisch doch eher ungeliebten Schutzmaske. Auch die Jogginghose hat bei vielen einen Revival erlebt. Im Homeoffice war es ja egal, wie man aussieht. Aber wie sieht die Mode nach Corona aus? Kleiden wir uns dann besonders schick, weil wir endlich wieder unter Leute gehen können? Oder haben wir gelernt, mit weniger geht's auch? Und über die neue Mode nach Corona wollen wir jetzt sprechen mit Karl Tillesen. Er arbeitete lange als Designer, ist nun Inhaber des Deutschen Modeinstituts mit Sitz in Köln und Buchautor. Herr Tillesen, guten Tag. Guten Tag. Fangen wir doch gleich mal bei Ihnen an. Wie hat sich denn Ihr Kleidungsstil über die Corona-Krise hinweg verändert? Man merkt schon, dass man sich an gewisse Bequemlichkeiten gewöhnt hat. Und so geht es natürlich nicht nur mir. Alle haben ja fast zwei Jahre lang die bequemste derzeit verfügbare Kleidung getragen. Und die Geschichte lehrt uns, dass Menschen eine einmal eroberte Bequemlichkeit nur sehr, sehr ungern wieder aufgeben oder eben auch gar nicht wieder aufgeben. Also wenn man jetzt mal 100 Jahre zurückgeht, als damals die Frauen vom Korsett befreit wurden, das hat dann auch eine Endgültigkeit. Dann gibt es auch kein Zurück wieder in das Korsett. Und ähnlich geht es uns auch. Also das ist besonders deutlich, glaube ich, beim Schuhwerk, dass wir da uns eine gewisse Auftrittspufferung von Sneakern und Slides gewöhnt haben, wo es uns jetzt sehr schwerfällt, wieder in Ledersohlenschuhe zurückzukehren zum Beispiel. Also sind die Ledersohlenschuhe sowas wie das Korsett der Corona-Zeit? Ja, kann man so sagen. Es ist auch, also vor allem natürlich die, also auch signifikant ist es natürlich auch bei Krawatten oder bei hohen Absätzen, dass es einfach irgendwie, natürlich war das, das ist eine Entwicklung, die es schon vorher gab, dass die Mode immer bequemer wurde, aber eine Entwicklung, die vielleicht sonst 10 Jahre gedauert hätte, hat jetzt in 2 Jahren stattgefunden. Jetzt sind Sie gerade in Berlin und sind auch sonst viel unterwegs. Ist das denn ein Unterschied zwischen Deutschland und zum Beispiel Frankreich oder Italien, wo die Menschen sich ja zumindest vorurteilsmäßig ziemlich elegant immer angezogen haben? Ist da auch Corona durchgeschlagen? Ja, man sieht das wirklich überall. Und, aber Sie hatten es ja auch in der Anmoderation schon gesagt. Auf der anderen Seite, natürlich kann man berechtigterweise sagen, aber jetzt hat man doch auch Lust, sich wieder schick zu machen. Ja, das stimmt auch. Man hat Lust, sich schick zu machen, aber eben dann zum Beispiel für die Hochzeit, die jetzt nachgeholt wird, die in den letzten 2 Jahren nicht stattfinden konnte und auf die man jetzt eingeladen ist, oder wenn man jetzt endlich wieder ausgehen kann, dann hat man Lust, auch wirklich Gas zu geben, und das ist auch international so. Aber man hat eben keine Lust mehr, von morgens bis abends auf sich den Hals mit einer Krawatte einzuschnüren oder eben auf Pumps durchs Leben zu stöckeln. Aber ist schick denn anders schick geworden seit Corona? Ja, schon. Also es gibt tatsächlich diese Polarisierung, die ich eben beschrieben habe. Das ist eben, wir kleiden uns im Alltag sehr bequem. Und dann zu bestimmten Anlässen eben auch vielleicht sogar noch spektakulärer, als wir es früher getan hätten. Das heißt, wir hätten vielleicht vor Corona eher versucht, ein Outfit zu finden, mit dem wir so nahtlos durch den ganzen Tag uns begeben können, also mit dem wir zur Arbeit gehen, danach vielleicht noch ins Restaurant. Und jetzt ist es eben eher so, dass wir uns tagsüber deutlich bequemer kleiden als früher. Und dann, wenn wir ausgehen, aber auch eher nochmal umziehen und eben nicht mit dem Pullover im Club rumstehen. Jetzt haben Sie vorhin schon von den Sneakern gesprochen, die sich jetzt immer mehr durchsetzen. Sicher schon länger immer mehr durchsetzen, aber jetzt wohl besonders. Welche Trends sehen Sie denn sonst noch so? Ja, also diese Bequemlichkeit, von der ich eben gesprochen habe, die darf man natürlich auf keinen Fall mit, oder diese Lässigkeit darf man nicht mit einer Nachlässigkeit verwechseln. Das heißt, wir haben immer noch, also wenn wir uns aus dem Haus begeben, und auch dann dürfen wir Jogginghose tragen, wir dürfen auch mit der Jogginghose ins Büro gehen, aber das sollte dann eben nicht die Jogginghose sein, mit der wir sämtliche Staffeln Breaking Bad geguckt haben, sondern das ist dann eben auch eine Jogginghose, die dafür angeschafft wurde, eben ins Büro zu gehen.
Und so, das sind die Art von Kleidungsstücken, die wir jetzt suchen. Also Kleidungsstücke, die schon gepflegt aussehen, noch angezogen aussehen, aber die Bequemlichkeit von Homeware haben. Also typisches Beispiel, also was es schon länger gibt, wäre zum Beispiel das Polohemd. Polohemd, also ein Kleidungsstück, das die Eleganz eines Hemdes mit der Bequemlichkeit eines T-Shirts verbindet. Und solche Kleidungsstücke suchen wir eben jetzt, die auch was ja schon vor Corona angefangen hat, aber jetzt nochmal seinen Siegeszug fortsetzt, ist das sogenannte Swacket, also albernes Wortspiel aus Sweater und Jacket, im Blazer, die aus Jersey sind und eben die Bequemlichkeit einer Strickjacke haben, eher als die etwas eingeschränkte Beweglichkeit, die man in einem Sakko oder einem Blazer hat. Sie sind ja auch Autor des Buches Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Ist denn so eine Krise wie die Corona-Krise nicht auch, ist da auch nicht die Erkenntnis mit verbunden, so viele Klamotten, wie wir haben, brauchen wir eigentlich gar nicht? Ja, definitiv. Das sind natürlich auch kollektive Erlebnisse, die wir gemacht haben. Wir waren auf unsere eigenen vier Wände zurückgeworfen, waren viel zu Hause, haben dabei festgestellt, was wir eigentlich alles schon besitzen. Viele haben ihren Kleiderschrank ausgemistet, haben dabei festgestellt, wie viel von dem, was sie irgendwann mal gekauft haben, eigentlich kaum getragen wurde. Dann kommt noch hinzu, dass Kleidung oder Mode natürlich auch Publikum braucht. Es braucht die Begegnung mit anderen Menschen. Wenn uns das entzogen wird, dann haben wir sowieso noch mal verstärkt das Gefühl, dass wir das eigentlich alles gar nicht so brauchen. Und insofern ist auch diese gesamte Nachhaltigkeitsdiskussion noch mal in eine neue Phase eingetreten. Wenn es jetzt vor Corona eher darum ging, sagen, das Gleiche in Grün zu kaufen, das heißt, statt eines konventionell hergestellten T-Shirts ein T-Shirt aus Biobaumwolle zu kaufen, also diese Greensumption, wo eigentlich die Menge gleich bleibt, die Quantität bleibt gleich, aber die Qualität ist nachhaltiger, haben die Leute jetzt angefangen, über die Quantität der Dinge nachzudenken. Und auch das ist nicht wieder aus der Welt zu schaffen. Das heißt, der Hebel für Nachhaltigkeit wird eben nicht beim Material angesetzt oder bei der Herstellungstechnik, sondern zunehmend eben auch bei der Menge an Kleidung, die wir besitzen wollen oder kaufen wollen. Thema Nachhaltigkeit. Ihr Designkollege Dries van Noten aus Belgien fordert in einem offenen Brief an die Modeindustrie weniger Müll, weniger Reisen, weniger Kollektionen und Anpassung an die Jahreszeiten, was die Mode angeht. Sehen Sie das auch so? Da ist man sich eigentlich einig und trotzdem fällt es der Industrie deutlich schwer, das umzusetzen. Also das heißt, die Modeindustrie hat sich ja nicht ohne Grund so sehr beschleunigt. Also auch diese Dinge, die Dries van Noten in dem offenen Brief anspricht, dass es eben zu viele Kollektionen gibt, also dass es nicht mehr nur eine Winter- und eine Sommerkollektion gibt, sondern 10, 20, 40 Kollektionen pro Jahr in vielen Bereichen, dass darunter leiden sowohl die Leute, die diese Kollektion machen müssen, und es überfordert auch zum Teil die Konsumenten. Und das Gleiche ist natürlich, wenn jetzt schon die ersten Winterteile geliefert werden, wo wir draußen 35 Grad haben, auch das ist etwas, wo sich eigentlich alle einig sind, dass es wieder natürlich und falsch ist. Und gleichzeitig ist es halt sehr schwierig, wenn man sich als Modeunternehmen, anderen Modeunternehmen durch einen schnelleren Lieferrhythmus oder durch eine frühere Auslieferung der Ware einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen kann, dann tut man das und man tut es auch weiterhin. Und insofern ist das, so wie es im Moment scheint, erstmal ein frommer Wunsch von Dries van Noten geblieben, dass sich die Modeindustrie auf dieser Ebene entschleunigen würde. Aber warum ist das denn so, dass die Modeindustrie sich nicht entschleunigt? Ist das denn auch Schuld ein bisschen der Konsumenten, die eben das Billigste haben wollen und das möglichst schnell? Ja, der Konsument ist da sicher nicht alleine dran schuld, aber er trägt eine große Mitverantwortung. Und
Auch hier beobachten wir eben eine Polarisierung, wo auf der einen Seite eben tatsächlich sogar die traditionellen Fast-Fashion-Anbieter, also großen Namen, versuchen sich zu entschleunigen und ihnen das auch gelingt, also mit Kleidung, die, also vor allem Kapselkollektionen innerhalb ihres Sortiments, die sowohl vom Design als auch von der Qualität etwas langlebiger sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch aus anderen Teilen der Welt Phänomene von einer neuen Ultra-Fast-Fashion, wo es Unternehmen gibt wie Shein, die 70 mal so viele Teile auf den Markt bringen wie H&M und eben noch mal schneller sind als die traditionelle Fast Fashion und damit auch sehr großen Erfolg haben. Und auf der anderen Seite haben aber auch die Unternehmen damit Erfolg, wenn sie konsequent ein bisschen langsamer werden. Das heißt, wir haben tatsächlich auch hier so eine Polarisierung hin zu einer Ultra-Fast-Fashion und einer neuen Slow-Fashion-Bewegung. Und müsste es denn da eine staatliche Regulierung geben oder soll das der Markt regeln? Viele Dinge können tatsächlich nur staatlich geregelt werden und müssen auch staatlich geregelt werden. Und man hat ja auch damit angefangen, auch wenn das Lieferkettengesetz vielfach kritisiert wird und auch als zu schwach eingestuft wird von vielen Kritikern, muss man doch anerkennen, dass es also etwas ist, was etwas reguliert, was vorher vollkommen unreguliert war. Und das ist vielleicht auch bei vielen Leuten gar nicht so angekommen. Also viele Leute denken, ja, da sind irgendwie die Auflagen verschärft worden dafür, dass bestimmte Dinge nach Deutschland importiert werden und hier verkauft werden dürfen. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass es dafür in der Vergangenheit eigentlich gar keine Regelungen gab. Deutschland ist zum Beispiel der drittgrößte Importeur von mit Sklavenarbeit hergestellter Ware weltweit. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass das nicht so bleiben soll. Und insofern bemüht man sich da jetzt zumindest gewisse Mindeststandards zu schaffen, die ein Produkt in seiner Herstellung erfüllen muss, damit es dieses Land in unser Land eingeführt werden und hier verkauft werden darf. Und das gab es halt früher gar nicht. Bislang durften halt Produkte, die mit Sklaverei oder Kinderarbeit hergestellt wurden, einfach hier eingeführt und ins Regal geräumt werden. Aber auch ohne Regularien, wie kann ich als Kunde, der jetzt nachhaltige Mode kaufen möchte und keine Mode, die von Kindern hergestellt wurde, wie kann ich denn sicher gehen, dass ich die auch bekomme? Oder wo kann ich mich denn da unabhängig informieren? Ja, da gibt es natürlich die Siegel, wo das Angebot, die sehr zuverlässig sind, die gängigen Siegel, die aber leider eben noch nicht so verbreitet sind. Also das heißt, wenn man jetzt den Ehrgeiz hätte, zum Beispiel Kleidung zu kaufen, die fair hergestellt wird und auch entsprechend zertifiziert ist, dann würde das bisher nur ein Tausendstel des Angebots ausmachen. Das heißt, die Auswahl ist bisher da noch nicht sehr groß. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass man für Kleidung einen angemessenen Preis bezahlt. Das heißt, wenn man ein T-Shirt für 2,50 Euro kauft, dann kann man eigentlich schon mal komplett sicher sein, dass es mit Sklavenarbeit hergestellt wurde. Das Traurige ist, Sie haben das ja eben schon angedeutet, dass wenn man ein T-Shirt für 25 oder für 250 Euro kauft, dass man dann trotzdem leider nicht sicher sein kann, dass dieses Kleidungsstück nicht mit Sklaverei hergestellt wurde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon mal deutlich größer. Was sich sehr empfiehlt, ist, dass, wo man sich schon informieren kann, sind in der Vergangenheit immer wieder dieselben Unternehmen gewesen, die in Umwelt- und Arbeitsrechtsskandale verwickelt waren.
Und bei diesen Unternehmen sollte man auch weiterhin skeptisch bleiben, selbst wenn diese Unternehmen jetzt also Greenwashing betreiben oder Fairwashing betreiben und sich eben als nachhaltig oder fair darstellen. Neuere Studien haben gezeigt, dass es wieder dieselben Unternehmen sind, bei denen diese Aussagen einer Überprüfung nicht standhalten. Also da ist so eine Grundskepsis gewissen Unternehmen gegenüber, die auch in der Vergangenheit auffällig geworden sind, schon angebracht. Okay, kommen wir nochmal zurück zum Thema Corona und wie Corona die Mode an sich verändert hat. Während der Corona-Zeit, während des Lockdowns waren ja auch einfach viele Läden geschlossen und die Menschen haben Online-Klamotten eingekauft und sich vielleicht auch daran gewöhnt und machen das, obwohl die Läden wieder auf sind, weiterhin. Wie verändert das denn die Mode? Weil schließlich ist jetzt im Netz die junge Designerin aus Shanghai oder aus San Francisco genauso nah für den Kunden wie der Lieblingsladen um die Ecke. Ja, auch das lässt sich natürlich nicht zurückdrehen. Das heißt also vor allem bei den Leuten, die vor der Pandemie sich geweigert haben, online einzukaufen und vielleicht das jetzt einfach mal ausprobiert haben, weil sie es ausprobieren mussten. Und dadurch wurden natürlich so Präzedenzfälle geschaffen, wo viele Leute dann festgestellt haben, ja, ist ja doch eigentlich, macht ja auch Spaß oder geht ja auch. Das wird der Marktanteil des Onlinehandels hat sich vergrößert. Auch hier erleben wir eigentlich eine Polarisierung oder ein neues Zusammenspiel von Online und Offline, wo sich diese beiden Handelsformen auf ihre jeweiligen Stärken besinnen. Vor Corona war es vielleicht eher so, oder zu Beginn des Onlinehandels war es eher so, dass die stationären Läden und die Online-Shops versucht haben, exakt das Gleiche zu machen, nur auf verschiedenen Kanälen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass sie sich nach und nach oder zunehmend den Prozess des Verkaufens untereinander aufteilen, ihren Stärken und Schwächen entsprechend. Das heißt, man macht vielleicht so eine kleine Vorrecherche online, dann geht man in den Laden, lässt sich für die Ware begeistern, probiert sie an, trinkt dabei einen Kaffee oder ein Prosecco, fasst die Stoffe an, vergleicht, lässt sich inspirieren, lässt sich Dinge zeigen, die man vielleicht alleine nicht gefunden hätte und entscheidet sich dann, geht dann aber wieder zurück ins Netz und wickelt den Verkauf sozusagen online ab, indem man einfach nur noch klickt und sich die passende Größe und Farbe schicken lässt. Jetzt war das ja während des Lockdowns damit abschließt. Jetzt war das ja während des Lockdowns auch nicht möglich, Sachen anzuprobieren, den Stoff anzufassen, Kaffee oder Champagner zu trinken, sondern viele Leute haben sich einfach die Sachen, die sie gerne bestellen würden, erstmal bestellt und dann, wenn sie ihnen nicht mehr gefallen haben, einfach zurückgeschickt. Wie groß ist denn dieses Problem der Retouren im Onlinehandel? Ja, das ist immer noch riesig. Man versucht das in den Griff zu bekommen, indem man digitale Möglichkeiten schafft, das Risiko eines Fehlkaufs eben zu begrenzen. Da stellen sich derzeit noch viele Hindernisse in den Weg. Also zum Beispiel, jeder kennt das, dass Schuhgrößen nicht international einheitlich sind oder dass man in Sneakern eine andere Schuhgröße hat als in klassischen Schuhen und solche Dinge. Und da müssen natürlich schnellstmöglich Lösungen gefunden werden, um zumindest diese Quelle der Retouren einzuschränken, die ja total unnötig ist. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch die Herausforderung, ein weitgehend digitales oder virtuelles Anprobieren von Kleidung möglich zu machen. Das ist ein weiterer Schritt, an dem gearbeitet wird durch entsprechende Simulationen und die hoffentlich auch dazu führen, dass die Retourenquoten zurückgehen. Okay, dann zum Schluss noch die Frage. Wir haben ja jetzt über Corona und Mode geredet und das Accessoire der Corona-Zeit ist ja die Maske. Glauben Sie denn, dass wenn Corona irgendwann komplett vorbei sein sollte, dass sich die Maske als Modetupfer noch halten kann?
glaube nicht. Also das zeigt sich jetzt schon, dass eigentlich wieder jede Vernunft die Maske als erstes also vom Gesicht gerissen wird, sobald man nicht mehr gezwungen ist, sie zu tragen. Und da würde ich, glaube ich, am wenigsten auf eine gewisse Freiwilligkeit zählen. Ich vielleicht oder hoffentlich bleibt es zumindest insofern erhalten, wie es ja auch in Asien schon vor der Pandemie in vielen Ländern praktiziert wurde, wo solche Masken eben vor allem als Schutz der Umwelt zum Einsatz kamen. Das heißt, also in Asien war es schon lange, lange üblich, lange vor Corona üblich, dass man, wenn man selbst erkältet ist, zum Beispiel eben eine Maske trägt, um seine Umwelt zu schützen. Aber dieser passive Schutz, sozusagen permanent oder in vielen Situationen Maske zu tragen, um nicht angesteckt zu werden, das scheint mir derzeit nicht realistisch. Obwohl bestimmte Dinge uns sicher erhalten bleiben. Also ich denke, dass man so ein gewisses Bewusstsein für die unsichtbare Gefahr, die von Viren ausgeht, uns erhalten bleibt und dass man sich vielleicht doch öfter mal die Hände desinfiziert oder auch bestimmte Gegenstände desinfiziert, die von vielen Menschen benutzt werden oder eben die Hände wäscht und so weiter oder auch in bestimmten Situationen versucht, so ein bisschen Abstand zu halten. Aber so als Modegimmick sehen Sie die Maske nicht? Einfach so aus ästhetischen Gründen, dass man das später vielleicht mal einsetzen kann? Ich glaube, das scheitert tatsächlich daran, dass das Mimik uns als Mensch und als soziales Wesen doch viel mehr bedeutet, als uns eigentlich bewusst war. Und dass man doch erstaunlich stark darunter leidet, wenn diese Mimik hinter einer Maske verborgen ist. Okay, Carl Tillesen, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.